in der letzten Szene von meinem letzten Video siehst du, wie ernst das mir das mit dem Marathon ist. Ich habe mir nämlich dafür extra das Laufband suchen tun. Das ist so unser Wellness-Fitness-Zimmer. Wellness noch nicht wirklich. In ein paar Jahren vielleicht einmal. da machen wir halt einfach so klein, oder mache ich ein klein Yoga, Stretching, ein paar Übungen mit den Bändern, Blackroll-Geschichten. Der Grund, wieso ich es gekauft habe, ist eigentlich, dass ich trainieren kann, während Nola am Schlafen ist. Ich habe dann normalerweise das Babyphone da. Nola schläft oben. Ich kann da ohne Probleme ein Stündchen mal trainieren, wenn sie gut schläft, was zurzeit der Fall ist. Das Coole daran ist natürlich auch die Intervalleinheiten, die sind sehr regelmäßig. Ich habe eine gute Pace gefunden, wo ich meine Intervalls machen kann. Wie bereits gesagt, meine absolute Hassdisziplin, weil es halt einfach streng ist. Aber das ist echt motivierend, ich bin echt fleissig dran. Ich gehe natürlich trotzdem noch rausrennen, aber immer wenn ich auf die Norle aufpassen muss oder aufpassen darf, ist es so, dass wenn sie ihren Mittagsschlaf, Nachmittagsschlaf braucht, sind wir zeitlich natürlich nicht ganz so flexibel. Das heisst, ich muss mich nach ihr richten. Die Zeit kann ich so natürlich perfekt nutzen. Das weniger Geile ist das Ziel, das ich mal Ende November mir gesetzt habe mit dem Gewicht. Ich wollte total von worst to best 30 Kilo abnehmen. Zu diesem Zeitpunkt, das war Ende November, hatte ich noch 5 Monate Zeit gehabt, und 4,5 Kilo zum Verlieren. Das wäre im Schnitt halt so, sagen wir mal, 1 Kilo pro Monat gewesen. Jetzt sind wir fast bei der Halbzeit und es hat sich gar nicht oder werden sogar eher in die andere Richtung entwickelt. Ich kann nicht komplett auf alles verzichten, was ich geil finde. Auch mit der Menge wollte ich es kompensieren, ist leider nicht gegangen, weil es ist halt Weihnachten, es sind Geburtstage, es ist Silvester und ja, man hat Ferien gehabt, man hat sonst irgendwie die Zeit genossen. Jetzt habe ich noch, was sind das vielleicht, nach ein klein mehr als 12 Wochen. Das heisst, ich habe nur noch alle zwei, drei Wochen 1 Kilo verlieren. Der Druck steigt. Ich habe jetzt auch angefangen, nicht mehr nur wegen der Menge zu schauen, sondern halt wirklich auch, was ich esse, weil ich so halt bereits mal die 25, 26 Kilo verloren habe. Trinke viel weniger Alkohol. Bin darum so ein bisschen zittern, wahrscheinlich. Nein. Und ja, mit Essen bin ich jetzt recht radikal am Schauen. Ich werde es jetzt nicht 12 Wochen so durchziehen. Es geht mir mehr mal darum, zu schauen, funktioniert es? Und wenn ja, wird es dann trotzdem mal halt das ein oder andere Mal geben, wo ich halt auswärts oder wo wir irgendwie ein Festchen haben oder sonst irgendetwas, wo ich halt doch etwas mehr als genug esse oder mal etwas trinken. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wir werden noch im März noch in die Ferien gehen. Dort wird es sicher auch nicht so sein, dass ich auf Thailand, also das heisst, Essen ist dort sowieso ein riesiges Thema für mich. Ich liebe den Food von dort und ich habe mal ein Bier am Strand und so, wird sicher drinnen liegen. Ich bin bis jetzt irgendwie bei 74. 5 war so die beste Dings, die ich mal gemessen habe. Das war noch im Herbst letztes Jahr, glaube ich. Und heute das allererste Mal ein 73 auf der Waage, 73,6 Kilo. Ich habe mir dafür sogar extra eine Waage gekauft, wenn wir keine hatten. Ein zusätzlicher Motivationsfaktor. Funktioniert, wie es aussieht. Ich stehe fast jeden Morgen auf die Waage. Ich werde jetzt so dranbleiben. Der Preis, den ich zahle, ist natürlich, dass ich nicht mehr geil viel essen kann. Ich schaue das Essen jetzt aktuell mit dem Ziel mehr als Funktion an. Es muss normalerweise ist das Essen für mich eher ein Genuss. Und jetzt, in der jetzigen Zeit, ist es für mich mehr eine Funktion. Es ist wie ein Medikament. Es ist nicht geil, es ist nicht fein, aber es funktioniert in den meisten Fällen zumindest. Und so sehe ich aktuell das Essen auch. Darum muss es nicht mega gut sein. Es muss einfach funktionieren, es muss einfach das machen, was ich will. Mich näher an das Ziel anbringen, das ich erreichen will.